Ahoi und herzlich willkommen zu einer Folge Rise of Minecraft, die dem Motto folgt: kleine Folge ist besser als keine Folge. Ihr merkt es auch schon an der Uhrzeit. Es hat nicht alles ganz hingehauen. Für heute eine richtige pünktliche Folge Rise of Minecraft zu bringen. Und deswegen jetzt diese kleine Folge zu etwas späterer Stunde. Wir werden uns auch entsprechend keine große Technik oder irgendwas vornehmen. Wir schauen mal hier rein. Verdammt. Dann müsste das hier sein. Jawohl. Wir nehmen uns die Turbinengehäuse, die wir ja vorgepaintet haben, beziehungsweise die Glowstone, die wir vorgepaintet haben, und errichten unsere Halterungen, die hier an den Turbinen entsprechend befestigt werden sollen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man nicht vielleicht pro Turbine nur eine Halterung macht und das nämlich dann mittig. Die Halterung würde dann zwar den Port verdecken, also den Turbinenstromzugang, aber ganz ehrlich muss man auch sagen, dass er jetzt optisch nicht das allergrößte Spektakel zu bieten hat. Und vielleicht wäre es dann aber geschickter, da die Halterung drüber zu setzen, damit eben der ganze Bereich nicht so überladen an Halterungen aussieht. Jetzt ist hier natürlich der Fall, dass wir da nach oben die Leitung haben. Da würde ich mal sagen, machen wir hier eine große Halterung dran. Oder wird das so zu viel? Ich weiß es gerade nicht. So wird das auf jeden Fall zu viel. Vielleicht machen wir es so. So wäre, glaube ich, ganz gut. Dann kommen hier natürlich, ups, vergessen, auch noch die Halterung dran. Dann machen wir ein paar Carpenter-Ecken. Und die füllen wir dann mit Turbinengehäuse. Carpenter-Ecken. Und die werden dann mit den Housings gefüllt. Und dann nehmen wir einfach mal einen Stack von mit. Fliegen wir erst jetzt hier dran lang, setzen die oberen Ecken, dann die unteren Ecken und dann fliegen wir noch zweimal lang und setzen die Ecken dann von die Housings, die dann eben in die Ecken kommen, erzählte er und macht es dann doch anders. So, jetzt gehen wir unten drunter lang. Haben dann hier gleich alle Ecken fertig. Und ich glaube, die Housings, die können wir in einem Zug oben und unten jeweils setzen. Nehmen wir mal erst diese hier. Da muss man irgendwann hier auch dieses Schaf aus der Reaktorhalle, die ja noch keine Halle ist, verbannt werden. Ich habe keine Ahnung, was dieses Schaf hier immer tut. Ich habe es nicht eingeladen. So. Dann sind wir an dieser Stelle soweit fertig. Ich glaube, das kann man so lassen. Alles andere würde wahrscheinlich ein bisschen überladen aussehen. Auch die Halterung finde ich jetzt nicht zu klobig. Ist natürlich ein bisschen massiver, aber hier geht das ja auch so nach oben weg. Kann man, glaube ich, so anbieten. Was wir noch machen können, ist zum einen wegen der Optik mal endlich hier unten zu Werke gehen. Hier haben wir ja immer noch unsere alte Mauer, die wir gezogen haben, um bei Blood Moon sicher zu sein. Das war die Zeit, als wir weder Gasttier noch Melonensamen hatten und wir hier
einen Bereich geschaffen hatten, in dem alles auch bei Blood Moon zu Genüge ausgeleuchtet war. Und das sind ja nur wirklich Zeiten, die längst vorbei sind. Wenn ich mal eben schaue, wir haben jetzt 1 Million Melonen. Und was fehlt uns noch? Ach ja, 311.000 Gastiers. Damit kann man auch arbeiten, glaube ich. So, den Dreck da mal wieder rein. Wir könnten auch allerdings so auf 3x3 könnte man stellen. Dann würde das Ganze hier ein wenig schneller gehen, aber auch nur bis hier. So, das noch weg. Und alles andere muss ich wieder hier kleiner stellen, weil ich den Berg schon ganz gerne oder dieses Hügelchen hier von der Struktur her schon ganz gerne erhalten würde. Einmal hier die ganzen Leitungen. Ach ja, und da ist ja immer noch Cursed Earth drin. Für die, die erst später dazu geschaltet haben, beziehungsweise die erst später angefangen haben, sich dieses Projekt zu Güte zu tun. Hier war unsere allererste Mobfarm, da haben wir ein bisschen mit Cursed Earth gearbeitet. Die will ich natürlich nicht zwangsläufig verlieren. Wir machen mal kurz Folgendes. Die lässt sich ja dann ja wunderbar nachzüchten, also kommen wir mit dem, was wir da haben, auch ganz gut aus. Wir gehen mal her und nehmen einen Slimeball und ein Büchlein. Direkt wird wieder ein Büchlein nachgecraftet, perfekt. 30 brauchen wir für Silk Touch. 30 Level. Und einen Slimeball. Jetzt gehen wir her und gucken mal in das Inventar von diesem Ding. Da ist noch ein Platz frei. Dann sollten wir nämlich Silk Touch auf dem Staff of Power haben und entsprechend die Cursed Earth auch abbauen können. Das funktioniert nämlich, wie gesagt, nur mit Silk Touch. Perfekt. Dann gehen wir mal her erst und reißen die Erde hier ab, bevor wir oben das Dach aufmachen. Denn für alle, die dieses Material nicht kennen, die Cursed Earth wird Feuer fangen, sobald sie Kontakt zu Sonnenlicht hat. Und wenn wir mal das Inventar ein wenig ausleeren, dann können wir auch wieder ein bisschen mehr von dem ganzen Rotz hier aufnehmen. So. Dann gehen wir her, kloppen das alles weg. Dann ist auch, finde ich, die ganze Landschaft wieder ein wenig hübscher anzusehen, als jetzt hier mit diesen ganzen Cobblestone-Konstruktionen, die hier noch durch die Gegend schweben. So, so, so und so. Alles weg. Das könnte ich mal wieder größer stellen hier in dem Bereich. Ruhig 5x5, dann geht das schneller. Ja, hier geht es natürlich nicht wegen der Kiste und der Conduits. Nehmen wir die mal einfach so von Hand weg. Da ist auch noch ein Itemfilter jetzt über gewesen. Ich glaube, der war genau, weil wir die Dia-Kiste etwas aussortiert haben. Nämlich haben wir Gehirne immer da rausgenommen. Die sind dann direkt in ein Redstone-Furnace gegangen und sind zu Leder verarbeitet worden. Machen wir da mal direkt wieder hin. Dann sind wir gleich auch mit dem Gröbsten fertig, wenn wir hier die Mobfarm abgebaut haben.
Dann werde ich gleich noch eine andere Sache in Angriff nehmen, wo wir dann auch ein bisschen Fortschritt hier in der Folge machen können, was wir allerdings auch nicht zu Ende bauen werden. Das ist nämlich drüben der Farm Tower. Da hatte ich ja schon angefangen, den, beziehungsweise zumindest von der Höhe her ist er ja final fertig. Hier muss doch irgendwo jetzt Holz für mich liegen, oder? Egal. Wood. Nehmen wir mal eine Planke. Und einen Log. Und reparieren das Ganze mit diesem Material. Ah, ist nur... Verdammt. Es ist eigentlich nur der Log, der fehlte. Zu spät gesehen. Ich dachte, es hätte auch noch eine Planke gefehlt. Das kann alles weg. Da werden wir dann nachher hier ein bisschen Erde drauf füllen. Oh, hier müssen wir gleich die ganze Wiese wieder einsetzen. Wiese. Wiese. Mit Silk Touch ist die ja jetzt auch erhalten geblieben. Und hier haben wir noch 7 Wiese. Die packen wir dann mal hier an die Stelle. Oh, verdammt. Machen wir das schon mal so. Dann muss dieser Stein weg und dieses hier weg. Und hier auf der Seite natürlich auch dann noch die Mauer weg. Das Höllenportal würde ich tatsächlich gerne einfach da stehen lassen und den Hügel, der dahinter ansteigt, ein bisschen so anschütten, dass das aussieht, als wenn das Portal aus dem Hügel rauswachsen würde. Das hat so ein bisschen was Nostalgisches, wenn wir da unser allererstes Höllenportal weiterhin stehen lassen, würde ich sagen. Und wenn wir es wirklich mal eilig haben, in die Hölle zu kommen, dann können wir unseren Charm of Dislocation auch benutzen. Egal, wo wir sind. Hier der Hügel muss natürlich auch wieder angeglichen werden. Da hatte ich ja ein ganzes Stückchen rausgeschnitten, um eben die Mauer hier ziehen zu können. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal ein wenig... Moment. Wir nehmen das Schwebende hier erstmal noch aus der Luft. So. Es sieht total ungewohnt aus jetzt. Ich weiß nicht, ob das euch das auch so geht oder ob das jetzt hier nur ist, wenn man das selber spielt, aber ich glaube als Zuschauer erst recht. Da hat man ja weniger den Fokus auf den Items, die man irgendwie im Inventar hat oder so oder irgendwelche Mobs oder sonstigem, sondern man hat einfach viel besseren Blick für die Umgebung. Und es sieht einfach so komisch, so falsch aus, dass das jetzt hier alles fehlt. Das ist verrückt. So, dann werde ich hier auch mal ein wenig das Zuckerrohr eindämmen. Hier in den Sandbereichen soll es ruhig mal stehen. Hier am Rand lasse ich es auch mal stehen. Und hier noch mal irgendwie eine Unterbrechung rein. Ja. Sieht auf jeden Fall angenehmer aus. Und dann nehmen wir ein wenig Wiese. Und schließen hier die Löcher. So. Und so. Und dann gehen wir her, hatte ich ja angekündigt, und fangen noch an. Zack, zack. Carpenter. Und ein paar Basaltbricks direkt dazu. Und bauen die Details hier noch ein wenig weiter. Und die
müssen andersrum. Das war auch falsch. Zumindest schon mal, dass wir so die Front, wo wir regelmäßig drauf gucken, schon mal angeglichen haben. Das wären dann diese beiden Seiten, die ich jetzt hier gerade angefangen habe. Ich weiß nicht, was jetzt so heute los ist mit diesen Carpenter-Dingern. Die haben heute irgendwie, brauchen die alle eine extra Einladung. So, und hier entsprechend nach links noch weg. Das Ganze nicht. Nicht? Kein Interesse? Doch. Das Ganze entsprechend auch von unten. Habe ich schon mal gesagt, dass die Carpenter-Blöcke heute irgendwie alle eine extra Einladung brauchen? Ich weiß es nicht so richtig. Das ging jetzt erstaunlich schnell. Verdammt. Es war doch kurz vor Schluss. Komm schon. Hab dich nicht so, Carpenter. Ich glaube, bin mir nicht sicher, aber wir haben das Ganze falsch gesetzt. Ja, super. Okay, die Carpenter-Blöcke müssen alle eins nach oben. Oh Mann. Alle einen höher. Hatte ich nicht drauf geachtet, weil das hier ja eigentlich noch einen höher muss. Alles wieder weg, aber wir wollen jetzt nicht auf den letzten Metern Farm Tower noch schludern. So, setzen das hier. Ja, das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Genau so soll es sein. Nanu, wie bin ich auf einmal auf das Network Tool gesprungen? Das war nicht meine Absicht. Alter. So. Aber ich würde mal sagen, damit ich diese Folge auch heute, an dem heutigen Tage noch hochgeladen bekomme, war es das an dieser Stelle von dieser kleinen Umbau- und Instandsetzungs- und Weitergestaltungsfolge von Rise of Minecraft. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne trotzdem einen kleinen Daumen in Richtung nach oben da. Ich werde das hier dann jetzt zwischen den Folgen noch ein wenig weiterziehen, damit das dann auch irgendwann ein Ende hat. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss.